Hey Internet und YouTube, ich habe alle Funktürme aufgedeckt und ich habe das offline gemacht, weil es ziemlich boring ist. Und was soll ich sagen? Ich gehe jetzt diesen Funkturm rauf. Yay, ich habe diesen Funkturm. Okay, und so sieht das aus, wunderschön. Und der Hauptgrund war, weil ich kein Geld ausgeben wollte für die Waffen. Jetzt sehen wir uns mal kurz an. Verfügbar, verfügbar. Das habe ich bekommen, D50. Super, eine Magnum, wunderbar, benutze ich nie. Ein Peace, die Vector ist hier. Die Butze, Schrotflinten. Spaß, macht Spaß. Sturmgewehre. P416. Okay, die ist auch neu hinzugekommen. Z93, die wollte ich ja eigentlich haben, deswegen habe ich die Funktürme. Dann war sie gratis und ich habe sie schon ausgerüstet. Aber nur um euch das hier zu zeigen. Da habe ich die bekommen. Gucke. Auch ausgerüstet. Brauche ich nicht. Aber Granatwerfer war irgendwas Neues. Ich glaube die GL94. Whatever the Everest. Konsumartikel. No. Not Konsumartikel. Karten. No. Genau. Und ganz zum Schluss kam der Buschmann. Also ich weiß nicht, ob das Standard ist, oder auf jeden Fall, wenn ich alle Türme hier, kam der Buschmann. P146 mit optischem Ziel, bla bla bla. Habe ich auch ausgerüstet, oder nicht? Habe ich doch. Habe ich? Habe ich? Buschmann ersetzt Buschmann. Of course. Makes no sense, but... Okay, das wollte ich euch zeigen. Falls irgendjemand fragt, habe ich es getan. Dankeschön. Service is our success. My success? Not my success. Okay, das ist der Buschmann. Das ja. Whatever. Schalldämpfer. Warte, was habe ich hier? Das ist die... New Sniper in Town. Genau, den Schalldämpferaufsatz habe ich gekauft. Oh. Für Notfälle natürlich. Und die... Pukuku. Habe ich noch was? Also die... Okay. So viel zu dem Thema. Ich muss 2000, das ist ganz schön weit. Und ich bin absolut blank jetzt. Absolut blank. Aber wie gesagt, diese Türme besteigen, das ist jetzt nicht so der Hit spannend. Und ich will das jetzt nicht so 10 Parts machen. Mit okay, gib mir... Where do I have to go? Hier. Naja, rüber zu dem Camp, oder? Und dann fahren wir gemütlich die Straße entlang. Ja, dann bin ich Radio und entspannend dabei. Verzeihung! Da denkt jemand an mich. Irgendjemand, den ich umgebracht habe? Vom Himmel aus? Wie bitte? Okay. Atto! Atto! Hier. Weiß, jemand hat auch noch geschrieben, wenn ich die Relikte sammle, aber 100 hier, das habe ich keinen. Fetzt mich jetzt wenig. Wartet. Falsch. YouTube, schneid euch an. Beifahrer müssen. Ich hätte schon 12. Durch die Falle sitzen. Unfallfrei YouTube. Of course. Profi. Don't know. Oh. How the... What? Wo bin ich? Genau, das ist die Abkürzung. Das ist eine Abkürzung. Der Abkürzung, oh mein Gott! Bitte, bitte, bitte! Perfekt! Und die Honolulu-Musik passt perfekt dazu! Oh yeah!
hier? What is going on? Verzeihung, Vorsicht! 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 Du, ja, du Idiot, du rennst! Oh, okay, das habe ich doch genau bemerkt. Vorsicht! Ich möchte jetzt keine Schießerei anfangen, okay? Kurz vor Schluss. Kurz bevor ich hier bin. Jason, wie läuft dein Attentat auf Hoyt? Ich bin so stark wie nie. Sag Citra, er ist so gut wie erledigt. Keine Sorge. Ich bin immer an Citras Seite. Das beunruhigt mich ein wenig, Dennis. Apropos, ich habe 100.000 Fähigkeitspunkte durch diese Besteigungen erhalten, oder? Ja, exakt. Okay, danke schön. Also. Ja, von mir aus. Was könnte ich jetzt hier noch schwimmen? Werde ich weniger? Bewege dich in der Hocke schneller? Klingt sexy Flickfinger. Okay, gib mir... Also. So viel Hoi, hu. Okay. Sprich mit Sam. Sammy Boy. Servus. Zeig dir in dein Pokerface. Du bekommst nur eine Chance. Komm. Right. I will do this. Das ist Forster. Ah, danke, Sam. Geh eine Zigarette rauchen. Du, setzen. Bitte, Herr. Wo sind die Liste der Verräter und die Fotos? Hier. Ja. Echt tolle Arbeit, Junge. Gut. Hier, rauch zur Feier eine Cohiba mit mir. Das war echt mal eine Show da unten. Ich rauche nicht. Oh, du hast Schiss wegen Krebs. Das ist Hühnerkacke. An Krebs stirbst du bestimmt nicht. Ich weiß, woran du stirbst. Du siehst aus, als wolltest du in meinen engeren Kreis, Foster. Aber hey, ich kann Menschen lesen. Und du bist ein Springer. Du springst von Job zu Job, legst dich nie fest. Ich bin schnell gelangweilt. Hm. Naja. Weißt du, womit man seine Angestellten wirklich glücklich macht? Angst. Verstehe ich nicht. Also, Hobbys. Kochen, malen, Filme, Crystal Meth. Was sind deine? Ich jage gern. Hm. Ich bin selber Jäger. Das edelste aller Hobbys. Bloß jage ich das echte Wild. Ich kann dich zu Sklavenmärkten schicken in Rio, Hongkong, New York. Wir sind ein globales Unternehmen. Globalisierung ist die Zukunft. Bringt Sachen aus der ganzen Welt zu mir. Nimm die US-Industrie. Die machen da 1, 2, 3 auf eine Kontaktlinse. Und wenn ich sie mir dann ins Auge tue, weiß ich sofort, ob sie richtig rum ist. Also, warum 1, 2, 3 und nicht ABC? Na klar, so können sie es in die ganze Welt exportieren und direkt bis zu mir. Und was passiert, wenn ich sie drin habe? Du siehst die Zahlen nicht mehr? Ist das nicht unglaublich? Das nenne ich mal Fortschritt. Das ist Zivilisation. Aber ein paar Typen raffen es einfach nicht. Siehst du das Boot da? Ich habe es mit seiner Besatzung entführt. Aber der Kunde will außerhalb seiner Landesgrenzen einfach nicht verhandeln. Bah! Ich bevorzuge die europäischen Aufnahmen. Die Bläser in amerikanischen Orchestern sind zu bombastisch. Nur darum. Ich ernte meine Sklaven in der ganzen Welt. Und genau wie diese Kontaktlinsen ist mein Produkt universell. Gut. Du
Du musst was für mich erledigen. Ich habe einen Gefangenen unten. Finde heraus, wer der Kerl ist, wer seine Wohltäter sind. Und dann schlägst du ihn, bis er nicht mehr stehen kann. Sam geht mit dir. Alles klar. Oh, ich behalte die Kamera im Auge. Ich sehe so selten einen echten Profi bei der Arbeit. Na los. Hey. Enttäusch mich nicht. Ha. Das war ein nettes Gespräch, möchte ich sagen, so unter Psychopathen. Hat mich sehr gefreut. Und wir sehen uns... Sam? Der Kerl ist echt hardcore. Bist du Hardcore-Fisch? Musst du schon sein, um mit Sam mithalten zu können. Was? Ist dein Problem? Oh, ist es das, was ich denke, was es ist, dass ich denke, dass es ist, dass ich denke, dass es ist? Das. Na komm, die 5 Dollar fallen hier auch nicht mehr auf. Guck mich bloß nicht so an, Junge. Ich bin nicht dein scheiß Junge. Okay. Ich muss mich unauffällig verhalten. Verdammt nochmal. Okay. Sam! Wie geht's? Hey, heute heuert jetzt hübsche Jungs an. Schön den Arsch zusammenkneifen. Wir können uns später bei mir... Was? Ich bin nicht interessiert, meine ich. Die Piraten haben keinen Anführer mehr. Jetzt werden sie noch unberechenbarer. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, während ich töte. Es gibt Gerüchte, dass Vas tot ist. Ein Typ namens Brody hat ihn erledigt. Was? Bin beeindruckt. Wer diesen Brody abknallt, würde sich echt einen Namen machen. Wo hat Hoyt das her? Er kommt nicht zu meiner Pilotenscheinfeier nächsten Monat. Mann, du weißt, dass dein Bruder immer sein eigenes Ding macht, oder? Oh yeah! Keine Kokosnuss für dich. Hey, hatte Doug nicht gesagt, die Insel wäre menschenleer? Da sind sie! Packt sie! Alle sofort weg! Hilfe! Lasst mich los! Wirft sie in den Wagen! What the fuck? Was schaust du dir hier für ein scheiß Programm an? Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Dann rede ich mit Sammy Boy. Macht's gut. Tschüss.